Johannes Homer gründete Lithos 2011 als Spin-off der TU Wien. Dafür ging er große Risiken ein. Er verzichtete auf Investoren und haftete mit seinem persönlichen Sparguthaben. Zudem musste er den Markt erst von den Kompetenzen des Unternehmens in der Hochleistungskeramik überzeugen. Innerhalb weniger Jahre entwickelte er Lithos von einem universitären Forschungsprojekt über ein Spin-off bis hin zum Weltmarkt- und Innovationsführer im Bereich der additiven Fertigung von Keramik für industrielle und medizinische Anwendungen. 2011 haben wir uns gegründet mit zwei Mitarbeitern. Heute sind wir ein Unternehmen mit fast 60 Mitarbeitern in Österreich und in den USA. Und wir wollen diesen Wachstumspfad weitergehen und wollen unsere Marktführerschaft und auch die Innovationsführerschaft weiter ausbauen. Und was uns sozusagen wichtig ist, wir wollen die additive Fertigung, also den 3D-Druck in der Keramik als normale Fertigungstechnologie etablieren. Unser Leitspruch ist Manufacture the Future, heißt, wir wollen eigentlich zum einen immer industrielle Produktion und zukunftsorientiert etwas entwickeln und natürlich auch verkaufen. Nominiert in der Kategorie Startups, Johannes Homer von der Lithos GmbH.